Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute soll es so ein bisschen um meinen Weg gehen, um meine Ansichten zum Thema Selbstliebe und Bodylove. Fangen wir doch mal an, wie es früher war. Also ich war immer ein dickliches Kind und eine dickliche Jugendliche. So im Nachgang, ne, als Erwachsene, fasst man sich natürlich an den Kopf, wenn man überlegt, ja klar, ich habe halt null Sport gemacht, außerdem in der Schule, den ich gehasst habe, weil ich ja unsportlich war. Dann habe ich nur Limonade getrunken und natürlich relativ viele Süßigkeiten gegessen. Also eigentlich logisch, dass ich dick geworden bin. Aber ich bin so aufgewachsen, dass ich immer moppelig war. Und ich weiß, ich war dann auch irgendwann beim Arzt und musste so eine Diät machen, wo man so Smileys gekriegt hat und so. Sind nicht sehr positive Erinnerungen. Und ich hatte immer keine gute Beziehung einfach zu meinem Körper. Ich kann euch nicht sagen, was das ausgelöst hat, aber vielleicht ist zum Beispiel, meine Mama hat auch kein gutes Körpergefühl und auch meine Oma zum Beispiel, ja, das sind so die zwei Frauen, mit denen ich aufgewachsen bin, auch meine Oma meckert immer mal wieder über ihren Körper, wo ich empfinde, dass das zwei wunderschöne Frauen sind. Und ich habe auch mal darüber gelesen in einem Buch, war halt eine Mutter und die hat sich im Spiegel wirklich regelmäßig selbst fertig gemacht und an sich rumgemeckert. Und die kleine Tochter hat das halt gesehen und hat halt in ihrem kindlichen Kopf, ne, kamen halt so Gedanken wie, okay, wenn diese wunderschöne Frau sich nicht schön findet, wie soll ich mich dann schön finden? Und deswegen achte ich auch sehr darauf, was ich in Gegenwart der Kinder sage, wie ich mich verhalte. Und dadurch, dass ich da sehr darauf achte, dass ich halt nicht an mir rummecker, wenn die dabei sind, mache ich es auch sonst weniger. Also ich habe das letztens erst in einem Gespräch gesagt, ich erziehe meine Kinder und dadurch erziehen sie gleichzeitig aber auch mich. Und mein Äußeres hat sich dann erst verändert, ich glaube, das war so irgendwie mit 13, 14, wo es dann für mich im Kopf Klick gemacht hat und ich dann von der Limonade auf Wasser umgestiegen bin und auch endlich angefangen habe, außerhalb der Schule Sport zu treiben. Und da war ich dann wirklich richtig schlank. Wenn ich jetzt so Fotos von damals sehe, ich konnte bauchfrei rumlaufen, ich war wirklich, wirklich schlank und ich habe mich trotzdem dick gefühlt. Also ich habe mich trotzdem nicht wohl in meinem Körper gefühlt, obwohl, wenn ich mir Fotos von damals anschaue, wirklich super gut aussah. Da hatte ich die beste Figur meines ganzen Lebens. Und ich habe mich nicht wohl gefühlt. Und irgendwann, ja, ging das dann auch wieder, ne? Wurde ich dann wieder ein bisschen dicklicher und so. Und das zog sich so durch meine Schulzeit. Ich war dann nicht mehr so dick, aber ich war jetzt auch nie die Schlankste. Ich habe dann auch vermehrt Sport getrieben, weil es mir Spaß gemacht hat. Ich habe Handball gespielt und da sah ich echt gut aus und war zufrieden mit mir. Und auch während meines Studiums ging das noch, weil ganz einfach, da hatte ich nicht so viel Geld für Essen. Und ja, da sah ich nie unbedingt schlecht aus, aber ich habe mich immer dick gefühlt, einfach weil ich früher dick war und ich hatte so von mir die Einstellung, okay, du bist ein dicker Mensch, egal wie ich im Spiegel eigentlich aussah. Und irgendwie ist das so ganz, ganz komisch. Und man schaut in den Spiegel und müsste eigentlich sehen, wie schlank und schön man ist. Und man sieht eigentlich einen dicken Menschen, der eigentlich gar nicht ist. Es ist halt viel, was hier im Kopf passiert. Deswegen achte ich da sehr drauf, wie ich halt mit Svea gerade auch umgehe, dass ich das von vornherein bei ihr halt irgendwie ausschließen kann vielleicht. Das ist so mein Wunsch, dass ich das schaffen werde. Und dann gab es natürlich durch die Schwangerschaften nochmal einen extremen Knick. Bei Vince war es ja dann so, dass es für mich schon sehr, sehr schwer war, dass ich halt wirklich, bei ihm habe ich glaube ich 18 Kilo zugenommen und ja, ich hatte halt diese Vorstellung, ich gehe ins Krankenhaus und komme halt 18 Kilo leichter wieder zurück und es war super schwer für mich, wie ich dann aussah mit diesem ausgeleierten Bauch vor allen Dingen. Und bei ihm habe ich dann, glaube ich, ein halbes Jahr später mit dem Sport angefangen und habe ja 30 Day Shred gemacht, also auch wirklich jeden Tag, völlig ungesund übrigens. Und 9 Monate nach seiner Geburt war ich schlanker als vorher. Und auch da muss ich sagen, wenn ich jetzt Bilder angucke, wow, du sahst toll aus. Und ich habe mich aber nicht so gefühlt. Das ist wirklich sehr, sehr seltsam. Und dann, ja, Schwangerschaftswehr, ne, über 20 Kilo zugenommen. Und es sind auch immer noch 15 Kilo davon da. Und ich muss euch sagen, und das ist das Seltsame, sowohl in meinem Körper wie jetzt habe ich mich noch nie gefühlt. Ich war noch nie so dick, habe noch nie so viel gewogen wie jetzt. Und jetzt fühle ich mich am wohlsten in meinem Körper, was nichts damit zu tun hat, wie ich aussehe, sondern wie ich mich selbst angenommen habe. Das war irgendwann so ein Prozess. Ich habe dann angefangen, ganz, ganz viel zu lesen in diese Richtung und mir Podcasts angehört. Und ich habe das Hörbuch Heirate dich selbst von Faith Lindau gehört, was ich euch sehr empfehlen kann und euch in die Infobox setze. Also ich schreibe euch in die Infobox mal so ein paar
Podcasts, Hörbücher und Bücher, die ich zu dem Thema gelesen habe, die mir sehr weitergeholfen haben. Und ich habe angefangen, mich selbst anders zu sehen. Und für mich hat Selbstliebe nicht nur was mit dem Äußeren zu tun, vor allen Dingen mit dem Inneren. Dass du erkennst, was bist du für ein Mensch, dass du auch deine negativen Eigenschaften anerkennst und die akzeptierst. Weil, was bringt es dir, wenn du dich ständig darüber ärgerst, dass du zum Beispiel nicht so gern Sport treibst oder dass du vielleicht ein Lästermaul bist. Ja, kann ich jetzt von mir nicht behaupten, aber gehen wir mal jetzt davon aus. Ne? Und du ärgerst, ich will das nicht und das ist doch doof. Nee, nimm es doch einfach an. Wir sind jetzt an einem Punkt in einem Alter, wo wir uns nicht mehr grundlegend ändern. Also akzeptieren wir doch diese Eigenschaft von uns. Akzeptieren wir, dass wir Perfektionisten sind. Akzeptieren wir, dass wir keine guten Köche sind. Akzeptieren wir, dass wir nicht kreativ sind, dass wir nicht basteln können. Akzeptieren wir einfach, wie wir sind. Und da beginnt Selbstliebe. Dass du vor allen Dingen auch deine negativen Eigenschaften akzeptierst. Und irgendwann in diesem Prozess überträgt sich das auf deinen Körper. Und du fängst an, auch deinen Körper zu akzeptieren. Das heißt nicht, dass ich meinen Körper nicht verändern möchte, weil ich weiß, dass Übergewicht ungesund ist. Und Selbstliebe hat auch was damit zu tun, dass ich meinen Körper ehre, schätze und ihn gesund halten möchte. Und deswegen treibe ich auch Sport. Nicht, weil ich abnehmen möchte, sondern ich treibe Sport, weil A, mir das Zumba, was ich jetzt mache, unglaublich viel Spaß macht. Das ist so diese Auszeit in der Woche, die ich unbedingt brauche und die absolut genial ist. Aber auch, weil ich meinen Körper gesund halten möchte. Und auch deswegen achte ich auf meine Ernährung, weil ich meinen Körper gesund halten möchte. Ich habe da auch jetzt in letzter Zeit viel gelesen über so Energiekiller. Also Essen kann ein mega Energiekiller sein. Und ihr wisst, in meiner Situation, die ich habe, brauche ich meine Energie, weil ich in den freien Stunden, die ich habe, halt arbeiten muss. Ich brauche meine Energie. Ich muss da fit sein und präsent sein. Ich arbeite ja manchmal bis 23 Uhr abends, gehe ins Bett und um 6 stehe ich wieder mit den Kindern auf. Ich brauche Energie. Ich habe ganz viel darüber gelernt, wie Essen, falsches Essen, dir deine Energie einfach raubt. Und dahingehend habe ich meine Ernährung dann halt einfach auch ein bisschen umgestellt. Eben nicht, weil ich meinen Körper nicht liebe, sondern weil ich ihn liebe. Auch dazu mehr in den Vlogs, die ihr noch sehen werdet oder schon gesehen habt. Und genau, sobald man sich innerlich akzeptiert hat und lieben gelernt hat, fängt das dann auch äußerlich an. Und ich habe viel auch so auf Instagram so ein bisschen gelesen, wo die Leute sagen, ja, eine Hose, die hat mir mal vor 2 Monaten gepasst und jetzt zwickt die und jetzt habe ich da so Speckfalten. Ja klar, Leute, wenn ihr Sachen anzieht, die euch zu klein sind, logischerweise fühlt ihr euch unwohl. Also das geht doch jedem so. Und warum sollte man das tun, um Himmels Willen? Ich habe rigoros alles weggeräumt, verkauft, weitergegeben, zum Roten Kreuz gespendet, was mir nicht mehr passt. Ich habe aufgehört, Sachen liegen zu lassen, weil ich da irgendwann mal wieder reinpassen möchte. Einige sagen, das ist Motivation, ja, jeder so wie es mag. Für mich ist es demotivierend, Sachen liegen zu haben, die mir im Moment nicht passen, wo ich irgendwann mal wieder reinpassen will. Vielleicht passiert das nie wieder. Und jetzt im Moment demotivieren mich diese Dinge. Also bin ich los, habe das erstmal rigoros weggeschmissen, weil ich habe mich natürlich mega unwohl gefühlt nach der Schwangerschaft. Wenn dir nichts gepasst hat, wenn dir alles zu eng war, überall hast du den Bauch gesehen, alles hat noch mehr eingeschnürt, das war furchtbar. Bin dann losgezogen und habe ganz gezielt Sachen gekauft. Punkt 1, ich habe geschaut, okay, was hast du denn jetzt eigentlich für eine Größe? Und habe dann nicht mich nochmal in eine Nummer kleiner reingequetscht. Nein, ich habe lieber noch eine Nummer größer gekauft, damit es locker fällt, ja? Hallo, niemand muss das sehen, was da drunter ist. Einfach, dass es locker fällt, damit fühle ich mich einfach wohler. Wenn ihr irgendwo an der, wir kennen das alle, am Schaufenster vorbeigeht und euch so vom Seitenprofil seht, was immer noch sowieso ja nicht so vorteilhaft ist, wenn dann das Oberteil locker fällt und man halt nicht einen Schwimmring sieht, ist das doch viel, viel schöner. Also das war so Punkt für mich Nummer 1, Sachen in meiner richtigen Größe zu kaufen. Und dann habe ich mich auch so ein bisschen dafür interessiert, okay, was habe ich jetzt aktuell für einen Bodytype? Was möchte ich betonen? Was möchte ich kaschieren? Welche Klamotten trage ich? Dazu auch im Laufe dieses Monats mehr, weil das finde ich ist so, so wichtig. Beschäftigt euch doch damit. Was möchtet ihr betonen? Was möchtet ihr kaschieren? Und dann schaut, welche Klamotten würden da passen. Das ist nicht mehr so, dass ich in H&M gehe, mir aussuche, welche Klamotten mir gefallen, mir die Größe nehme und fertig. Nein, ich muss halt jetzt viel mehr gucken, okay, was habe ich für eine Größe? Was kaschiert meine Probleme zu? Und das ist einfach ein Prozess, aber es macht auch unglaublich viel Spaß. Ihr müsst es halt in Ruhe angehen, euch mal dann einen Abend nehmen, euch vor den PC setzen, ne, und so verschiedene. Es gibt ganz, ganz tolle Seiten mit Plus-Size-Mode. Hat zum Beispiel auch ASOS oder auch H&M hat da so eine Kollektion.
Und schaut da mal, was gefällt euch, wo denkt ihr, okay, das kaschiert das, was ich möchte. Kleider sind da wirklich sehr empfehlenswert. Und dann, ja, tut euch was Gutes, eurer Selbstliebe was Gutes, indem ihr Klamotten kauft, in denen ihr jetzt mit eurer aktuellen Figur gut aussieht. Was halt nicht die Jeans ist, die eigentlich zwei Kleidergrößen zu klein ist. Das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Es hat mir so, so viel gebracht. Wirklich. Das hört sich erstmal so banal an, aber das hat mir so viel gebracht, indem ich Sachen angezogen habe, die mir wirklich gepasst haben. Was bei mir auch nochmal einen unglaublichen Schub verpasst hat, war der Film Embrace. Ich weiß nicht, wie viele es von euch mitbekommen haben. Embrace ist eine Dokumentation über das Thema Body Love. Und ist von einer Amerikanerin und der lief nur einen Tag im Kino, dadurch, also bei uns im Kino lief er leider nicht, aber dadurch kam der relativ schnell auf DVD raus. Ich habe mir dann die DVD besorgt und geschaut, die verlinke ich euch auch gerne in der Infobox. Sehr empfehlenswerter Film. Ich habe den mit Manu geguckt und auch der fand den richtig, richtig gut. Und da sieht man so diese Extreme, ja. Sehr, sehr dicke Menschen, magersüchtige Menschen, Menschen, die sich irgendwo mit ihrem Körper abgefunden haben, Menschen, die in der Modebranche arbeiten und die halt nicht dieses Frauenbild präsentieren wollen, ne? Lange Haare, schlanker Körper, ja, 90, 60, 90, ne? Und wie schwer diese Leute es haben, wenn sie sowas nicht in ihre Magazine bringen wollen, beispielsweise. Und da geht es halt viel um diesen perfekten Körper, den dir die Medienwelt vermittelt. So sollst du aussehen. Und niemand sieht so aus. Nicht mal das Model in dem Magazin, das dir vermittelt, so musst du aussehen, sieht in Wirklichkeit so aus. Das wurde alles mit Photoshop nachbearbeitet. Und dessen muss man sich einfach bewusst werden. Und seitdem kaufe ich auch keines mehr dieser Magazine, weil es ist einfach Bullshit. Dort wird dir ein Körperbild vermittelt, die Diät, die dich dahin bringen soll, der Sport, der dich dahin bringen soll, die Produkte, die du kaufen musst und das hast du alles nicht. Ne? Die zeigen dir, was du nicht bist, was du nicht hast und was du tun musst, um dahin zu kommen. Totaler Mist. Wenn ihr eine gute Zeitschrift lesen wollt, auch die verlinke ich euch gerne mal unten in die Infobox, wenn ihr da eine gute Alternative sucht. Also schaut auch, was ihr konsumiert, ja? Schaut euch eben nicht Germany's Next Topmodel an oder lest halt nicht die, weiß ich nicht, wie heißen die alle, Cosmopolitan oder so, sondern, jetzt fehlt mir das Wort, konsumiert Medien, die euch auch gut tun. Ne? Schaut halt auch nicht mehr so viel Werbung, schaut euch nicht mehr so viele Kataloge oder sowas an. Die Durchschnittsfrau sieht so nicht aus und muss auch nicht so aussehen. Ihr müsst euch mal Gedanken darüber machen, für wen wollt ihr das? Für wen wollt ihr das tun? Für euren Ehemann? Fragt den mal. Den interessiert nämlich meistens überhaupt nicht, wie ihr wirklich ausseht. Also, ne, der will nicht, dass ihr 90, 60, 90 und lange Haare habt. Also, für Manu ist mein Körper völlig in Ordnung, jetzt so wie er ist nach der Schwangerschaft. Also fällt er weg. Für ihn muss ich mich nicht abhungern. Die Kinder, die finden uns Mamas wunderschön, egal wie wir aussehen. Und für sie ist es in der Erziehung besser, wenn wir ihnen vorleben, dass wir unseren Körper lieben und nicht, dass man Sport treiben muss, ganz exzessiv und dass man Diät halten muss und dass man ständig an seinem Körper rummäkeln muss. Deswegen überlegt mal für euch, für wen tut ihr das eigentlich? Und ja, vieles hat mich auch nochmal dieser Film dazu bewegt, vieles nochmal umdenken zu lassen, vieles in meinem Alltag nochmal so anders zu machen. Eben wie, was konsumiere ich? Und zum Abschluss möchte ich euch nochmal so ein paar Gedanken mitgeben, über die ihr mal auch so ein bisschen nachdenken könnt. Und zwar dieser Selbsthass, das ist Verschwendung von Zeit und es ist vor allem Verschwendung von Geld. Weil wir rennen immer wieder los und versuchen noch irgendwas zu kaufen, neues Paar Schuhe, weil wir finden gerade keine Hose, die uns passt, kaufen wir ein neues Paar Schuhe und dann müssen es Ohrringe sein, weil weiß ich nicht, was die kaschieren sollen. Oder dann kaufen wir halt noch ein Nahrungsergänzungsmittel und investieren ganz viel in diese Diät und in dieses Sportprogramm. Und ja, Sport, ne, also wir machen 5-mal die Woche eine Stunde Sport, ist unglaubliche Zeitverschwendung. Also überlegt mal, wie viel Zeit und Geld ihr verschwendet. Und was ihr sonst damit tun könntet. Ihr könntet mit euren Kindern in den Freizeitpark fahren. Wie geil wäre das denn? Oder ihr könntet euren Kindern eine Stunde vorlesen, statt eine Stunde euch wirklich abzurackern und danach einfach nur, ja, meistens ist man ja dann, es bringt nicht so den Erfolg und dann wird man, ja, bekommt man schlechte Laune. Ihr kennt das alle. Deswegen, ich sage nicht, macht keinen Sport. Habe ich ja vorhin schon gesagt, weil ihr müsst euren Körper einfach auch gesund halten. Nächster Gedanke. Realisiert und schätzt doch mal die Leistung eures Körpers.
Unser Körper sorgt dafür, dass wir aufrecht stehen können, dass wir gehen können, dass wir rennen können, dass wir hüpfen können, Fahrrad fahren können, sehen können, essen können. Was unser Körper alles für uns tut, ja, dass wir einfach leben, das dafür sorgt dieser Körper. Und wir müssen uns um diesen Körper kümmern, denn ohne den können wir nicht leben. Und dann kümmern uns doch lieber um unseren Körper, lieben unseren Körper, anstatt ständig an dem rumzumeckern und rumzufeilen und den zu optimieren. Und seid realistisch. Was ist denn wirklich möglich? Ist es wirklich möglich, innerhalb von 6 Monaten 20 Kilo abzunehmen und dieses Gewicht dann ein Leben lang zu halten? Nein. Ist es realistisch, irgendeine dämliche Diät zu machen? Nehmen wir mal eine Kohldiät, ja, so der absolute Obergau. Eine Kohldiät. Und diese Kohldiät funktioniert nur, wenn ihr das ein Leben lang macht. Also bevor ihr so eine dämliche Diät anfangt, überlegt euch, könnt ihr das ein ganzes Leben lang durchhalten, so zu essen? Nein, könnt ihr nicht. Also seid auch einfach mal realistisch. Ja, ich bin realistisch. Ich weiß, dass ich für diese 20 Kilo, die ich noch zu viel habe, viele Jahre brauchen werde. Und vielleicht bekomme ich die nie wieder so komplett runter. Aber das ist völlig egal. Das ist okay für mich. Es ist okay für mich, wenn ich auch auf diesem Gewicht eventuell stehen bleibe. Hauptsache, mein Körper wird wieder so ein bisschen elastischer, flexibler, ja, ich kann wieder längere Strecken Fahrrad fahren, ohne extrem aus der Puste zu kommen. Hauptsache, mein Körper wird ein bisschen fitter. Wenn ich auf diesen Kilos stehen, hocken bleibe, ja, mein Gott, dann ist es halt einfach so. Ich hoffe, mein Video zu meinen Erfahrungen, zu meinen Gedanken zum Thema Selbstliebe und Bodylove haben euch gefallen. Ich freue mich jetzt sehr auf eure Kommentare. Denkt dran, wer sehr aktiv diesen Monat in den Kommentaren und mit Likes und Teilen ist, der kann am Ende was gewinnen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!